It looks something like you. Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag. Wir holen mit dem Volkswagen Wölfe-Taxi an die Hilke ab, die was jetzt parkt bei einem Stammparkplatz. Und da überraschen wir sie mit dem Volkswagen Wölfe-Taxi und bringen sie ins Stadion. Und ich denke, das wird ein super Erlebnis für sie. Ja, schauen wir, wie das wird. Aber ich denke, das wird ganz gut. Morgen, hallo, servus, hallo Hilke. Ich bin der Xaver und ich darf heute das Volkswagen-Taxi für Sie spielen. Oh, hallo, herzlich willkommen. Oh mein Gott, der ist so gemein. Einmal einen Schluck Wasser fahren. Ich darf heute das Taxi spielen und darf Sie mitnehmen zum Stadion. Gerade habe ich noch gesagt, ich bin nicht warm genug angezogen. Nice. Oh mein Gott, jetzt bin ich ganz aufgeregt. Ja. Wie geht's denn? Mir geht's sehr gut, danke. Ja, danke. Gut, der Fuß? Wann? Ja, ja, dem Fuß geht's gut. Oh mein Gott. Oh, Hilfe. Wir sind ganz normale Menschen, nur manchmal dann wir Fußball spielen ein bisschen. Ja, und wir gucken zu. Ja, ist ja schön, ohne die Fans wird es uns nicht geben. Ich würde sagen, wir fahren ins Stadion, oder? Okay, weil gerne. Super Wetter, super Tag. Ich bin sehr gespannt, was mir jetzt so blüht hier. Ja, wir reden und du, einfach. Du ein fährst selber, oder? Ich darf fahren. Wenn das Vertrauen hoch genug ist, darf ich fahren. Okay, kein Problem. Den Führerschein habe ich schon gemacht. Okay, also. Dann bin ich ja beruhigt. Ich habe gehört, du hast einen besonderen Beruf. Wir sind eine Förderschule und zwar mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung. Und das heißt, wir arbeiten halt mit Kindern, die alle eine Beeinträchtigung haben. Ich bin ja schon seit 25 Jahren fast im Beruf. Ich habe zurzeit eine zweite Klasse mit meinem Team zusammen. Das ist jeden Tag was anderes. Also es ist, man kann nie sagen, heute wird es so und so laufen, weil wir immer damit rechnen müssen, dass die Tagesform unserer Schützlinge alles durcheinander bringt. Okay, ja, das verständlich. Aber es ist schon auch anstrengend, muss man schon sagen. Ne? Also es ist jetzt nicht auch immer nur Highlife. Ja, das. Also es ist schon auch anstrengend, aber es ist einfach immer wieder schön und sehr dankbar eigentlich. Und ich war ja auch schon mal mit Schülern im Stadion. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ja, ich habe gehört, du warst mit einem Kind bist eingelaufen. Naja, also ich durfte mit den Rollstuhlkindern bis nach vorne, genau. Dann durfte ich damals noch Diego Benaglio einem der Rollstuhlkinder in die Hand geben und durfte ihm erklären, was die Rasenkeeper mir gesagt haben, dass er sie halt hinten auf den Rädern fahren soll. Oh, das war super aufregend. Da wollte ich wissen, wie ist das in Österreich geregelt? Gibt es auch spezielle solche Schulen für Beeinträchtigte oder sind die alle irgendwie inklusiv dann beschult? Ich habe in meiner Schulzeit, ich war in so einer bestimmten Schule in Österreich, das war so eine Übungsschule für Lehrer. Okay. Aber wir haben eine Blinde in der Klasse gehabt. Okay. Die was mit uns ganz normal alles mitgemacht hat. Mit entsprechenden Hilfsmitteln. Genau, die hat hinten so einen Computer gehabt und hat halt sonst alles ganz normal mitgemacht. Und war ganz interessant, oder die Erfahrung zu haben, dass eine Schülerin blind ist, weil blind sein ist ja schon sehr, sehr, sehr Beeinträchtigung, sage ich mal. Und ist nicht so einfach und das hat uns alle sicher auch sehr geholfen. Also war echt cool zu sehen und ich denke, es ist auch für was die Behinderung haben, für die Kinder ist es ja einfacher, wenn sie einfach normaler behandelt werden, denke ich. Ja, ich weiß ja, dass du dich schwer verletzt hast. Wann kommst du denn wieder? Zurzeit bin ich noch ein bisschen hölzern unterwegs mit dem Ball. Also es hilft ja nichts, wenn ich fit bin. Aber ich bin fußballerisch noch zu schlecht drauf. Und ich denke so in den nächsten 3-4 Wochen. Wo sitzt du in meinem Stadion? Block 16. Heute nicht, weil ich habe VIP-Karten. Die erreiche ich dir mal. Super, danke schön. Die letzte Überraschung für den heutigen Tag ist natürlich ein Trikot. Oh, super, ich fange an zu heulen. Das überreiche ich dir natürlich. Oh, super, ich danke dir.